Willkommen zurück zu Metro Exodus. Weiß gar nicht genau, wo ich hier gerade war. Habe ich nicht da hinten gespeichert? Na egal. Wir müssen immer noch unsere Frau suchen. Wir müssen immer noch den Hügel mit den Antennen finden. Ist ganz gut, dass ich immer darauf hingewiesen werde, wenn ich das Spiel starte. Dann wird dieser Text nochmal vorgelesen, wo dann halt steht, dass der letzte Funkspruch von Anna gewesen ist, dass er sich gerade im Hügel genährt hat, wo Antennen draufstehen. Und diesen Hügel müssten wir irgendwann noch finden. So, wollte mich mal entschuldigen, dass gestern keine Folge Metro kam. Ich gehe davon aus, dass nicht alle Planet Base gucken, da habe ich es nochmal kurz erklärt. Ich habe da gerade ein bisschen wenig Zeit, Kollegin ist krank, viel zu tun, mal schön 10 Stunden teilweise arbeiten, dann nochmal 2,5 Stunden Auto fahren. Dann freut man sich, wenn man endlich zu Hause ist und doch nur wieder auf der Couch einschläft. Darum hatte ich mich noch dazu entschlossen, dass ich Metro Exodus alle 2 Tage bloß noch bringe. Und auf den anderen Tag jeweils ein Planet Base kommt. Ja, dann schaffe ich es wahrscheinlich auch mit der Vorproduktion für den Urlaub, weil sonst wird das alles nichts. Wo sind denn jetzt hier welche? Ob da oben noch alles leer ist? Fiska. Da hinten ist Feuer, da können wir mal gucken gehen. Ups. Hallo, mein Freund. Und wie viele kommen noch? Ja. Oh, komm. Mann. Kann doch nicht wahr sein. Lieber nicht süß. Schon wieder so ein Elektroteil, nein. Bitte komm nicht hier rüber. Nur der eine? Mann! Danke. Okay, bis gleich. War wieder klar. So, jetzt ab. Mal gucken, wie lange es diesmal hält. Und ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, was das ist. Zu einem Überfluss ging gerade Maus und Tastatur auch nicht. Ja, weiß ich. Stand ich hier? Aber diesmal war auch diesmal war das gesamte Spiel auch mal zu. Also nicht so wie sonst, dass ich den Rechner ausmachen konnte, wieder anmachen konnte. Das Spiel war immer noch offen an der gleichen Stelle. Weiß gar nicht genau. Wo stand ich denn? Da, den habe ich angezählt, oder? Scheinbar haben wir die da hinten noch nicht angegriffen. Was ich ganz gut finde, weil... Warte mal. Ja, wir haben noch genug Kugel. Cool. Dann können wir uns das diesmal sparen. Da hinten unser Massaker. Wir versuchen mal darüber zu gehen. Mal gucken, ob wir da irgendwie die Banditen angreifen können. Ist hier irgendwas? Nee, ich wollte ducken. Hallo? Jemand zu Hause? Muss ich den Schalldämpfer wieder ranmachen, ne? Bei dem hier, glaube ich, nicht verkehrt. Wegknot hier. Gibt's hier Zeug für mich? Kann ich hier was klauen? Du brauchst das doch nicht mehr, oder? Hey. Mehr. Achso, das ist vorher. Oh, okay. Sexshow. Wo denn? Los, ich will was sehen. Hier noch irgendwas. Bei dem liegt es wahrscheinlich draußen, wa?
war das? Was war hier noch? Na, aber doch nicht. Wir nehmen ja alles auseinander. Gib mir alle Teile. Können wir uns was Schönes später draus basteln? Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Okay. Ich weiß nicht. Es war doch nur ein Spiel, wie jedes andere. Aber eines von diesen Arschlöchern hat gemogelt und er hat zuerst gezogen. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, ging es schon los. Sie treten alle durch, ich konnte nichts machen. Nichts, sage ich dir. Okay. Ich lüge nicht, Boba kann das bestätigen. Nur nicht schießen. Die haben sich beim Spielen umgebracht, ja? Ja, versteck die mal weiter. Hab heute Newton-Tag gehabt, darf's weiterleben. Aber bitte im Dunkeln. Hier noch irgendwo. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Und wer ist das? Ich war hingeschickt. Hat Boba den für ein Selbst genommen? Boba? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Ich hoffe, er schießt mich nicht. Der Barkeeper sollte leben. Der Barkeeper lebt immer. Ja, er wird mich nicht erschießen, ganz bestimmt nicht. Du bist der Barkeeper. Ja, dann darfst du trotzdem weiter. Also dann darfst du wirklich weiterleben. Hinter der Bar ist bestimmt nicht angenehm. Sondern immer angemacht. Also jetzt in dem Sinne, dass man nicht schnell genug da irgendwas... Na, wusste ich doch. Dass man nicht schnell genug die Getränke liefert. Außer man ist weiblich, dann wird man wahrscheinlich wirklich nur angemacht. Im, anderen Sinne. Hier noch was? Nö. Keiner zu sehen. Irgendwie nicht so, wa? Wo sind die alle hin? Da waren die nicht hier? Alles klar. So, können wir jetzt den Schalldämpfer hier ranbauen? Wie war das? Die I? Waffen. Du. Hier. Das hat zwar nicht so viel Schaden, aber ich denke, ein Kopfschuss bleibt immer noch ein Kopfschuss, oder? Normalerweise ist das egal. Montieren. Ach genau, hier hatte ich kurz das etwas größere angemacht. Wir hatten vorher, glaube ich, den hier. Stabilität ist mit dem schweren Schaft und Griff ein bisschen mehr Stabilität dazugekommen. Ich denke, ist in Ordnung. Nein, ich wollte nochmal gucken, ob ich was basteln kann. Messer, Blechdosen. Was kosten die eigentlich? 30. Ja gut. War ja falsch. So. Kann ich mir einen von denen hier einfach so schnappen? Oder drehen die dann gleich wieder durch? Hör mal auf zu zittern. Die haben mich entdeckt, oder? Wenn die alle tötet. Oder kommt es zu mir? Das sind die Antennen, ne? Die sind hier, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Okay, wir suchen mal so eine andere. Hier kommen wir rein.
Oder hätte ich nicht angreifen sollen? War doch. Ich denke schon. Hier gibt's keine Freunde. Aber was mache ich jetzt mit dem Ding? Kann ich auf irgendwas schießen, dass es kaputt geht? Oder wird's da gefangen gehalten? Mit den Dingern. Bewacht es irgendwas? Alter. Es ist weg. Gott, Herrscher über Himmel und Erde, höre unseren Lobgesang, denn du hast uns erweckt. Mir ist schon ein bisschen komisch, hab Angst, dass er wiederkommt. Satans Geschöpfe zu verbannen. Deine Macht wird hier auf Erden bestätigt, wie auch du sie im Himmel bestätigt hast. Hm. Amen. Warte mal hier. Ein Fisch. Nee, ist klar. Die Christen wieder. Ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, ist nicht das richtige Christensymbol. Aber trotzdem, ist schon in die Richtung, ne? Hier gibt es kleine Minimis. Noch ein Bus, vielleicht gibt es im Bus irgendwas Schönes. Hallo? Aus der Tasche, können wir da ran? Oh, hätte sein können. Was war das? Ach so, eine Kiste, okay. Ja, hat sich doch gelohnt. Wo ist es hin? Oh, ich habe Granate gefunden. Sehr gut. Ja. Danke. Ich gehe woanders hin. Ja, ich will nicht. Will ich? Hier ist Granate. Molotov Cocktail haben wir auch zwei, okay. Ich glaube C ganz kurz drücken war, die werfen wir. Ein Hügel mit Antennen. Wir brauchen mal wieder einen Aussichtsturm. Ich glaube da oben ist wieder so ein freundliches Nest. Von einem Fluggefährten. Sag mal. Oder darf ich auf dir reiten? Bringst du mich zur anderen Seite? Geht das? Ich möchte mal wissen, was das früher für eine Kreatur war, aus was die entstanden ist. Wird ja kein normaler Fischewesen sein, ne? Weil der ist etwas größer. Die anderen sehen schon so Hummer- und Krabbenmäßig aus. Garnele, Languste, weiß ich, wie die alle heißen. So ein Ding. Es materialisiert sich. Es ist frei. Kommt es zu mir? Nein. Wir gehen lieber bei den Waggons lang, ne? Bei den Zügen. Das war vielleicht ein bisschen sicherer. Als dass wir hier links die Mauer haben. Das Antennen? Nein, das ist eine Ruine. Mal kurz in Sicherheit bringen, dann auf die Karte gucken. Und dann müssen wir uns mal einen Plan machen, wo wir hingehen. Sicherheit ist gut gesagt, ne? Wo sind wir überhaupt? Da unten. Wir könnten also... Ach, da müssen wir noch weiter, oder haben wir da das erforscht? Nee. Ach, und da kommen wir noch gerade. Waren wir letztes Mal schon so weit? Hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Gibt's hier Leute?
Das ist schon wieder das, wo wir vor ein paar Folgen waren, oder? Da waren wir hier wirklich schon. Richtig, das ist das Haus. Ups. Wo? Das macht mir Angst. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da kommen wir nicht mehr lang. Wir müssen ja zurück auf die andere Insel, glaube ich, ne? Oder versuchen nochmal den Gleisen zu folgen und da hinten, auf den ich würde sagen, in so eine Art Hafen zu gehen. Gut, dann machen wir das mal. Okay, vielleicht machen wir es auch nicht. Die sind hier überall, die Dinger. Ui. Da ist das. Ich muss auch jetzt. Jetzt sag mal nicht, der kommt da durch. Hier ist noch irgendwas anderes, was mich gleich wieder angreift. Ist doch nicht zu fassen. Was ist da? Ah, lässt sich vor der nicht. Komm hier durch. Nein, komm nicht. Außer Atem. Ach ne. Wir haben die Maske auf und ich wollte gerade richtig machen. In die Richtung. Schon, oder? Ich habe irgendwie die Orientierung verloren. Also da waren wir, glaube ich, doch noch nicht. Und hier, oder? Wo ist das? Ach, genau, das ist die andere Seite. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Da müssen wir noch hin. Aber wir gehen jetzt erstmal da lang. Ich hoffe, wir kommen hier noch lang. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Nee, sieht gut aus. Oder auch nicht. Kann aber nicht wahr sein. Da vorne brennt Licht. Da können wir mal nachgucken. Ein bisschen Zeugs hier draußen. Nö. Hallo, jemand zu Hause? Dies ist meine letzte Kassette. Also muss ich sie zu etwas Dauerhaftem machen. 20. September. Heute Abend kam ein Prediger in die Ratsversammlung und erzählte dummes Zeug über Gott, der ausgerechnet uns verschont habe, um anschließend einen als Strafe für unsere Sünden zu schicken. Sünden? Wovon redete er überhaupt? Unser letzter Generator ist wegen dieser Dinger ausgefallen. Leute sind gestorben. Und die Sünden waren noch nicht alles. Er fuhr fort und sagte, wir müssen die Dämonen der Elektrizität bekämpfen. Durch Gebete, Fasten und Zauber. Und diese Idioten hörten ihm zu. Zum Glück hat der Roman genug Verstand, ihn rauszuwerfen. Sonst wäre mir die Sicherung durchgebrannt. Wie auch immer, aufgrund dieser idiotischen Ausschweifungen beschlossen wir, den Bau der Blitzableiter Palisade zu verzögern. Sollte der Irre seinen Zauber doch in Aktion zeigen. 27. September. Dieser Philantius ist nicht so dumm, wie es scheint. Seine Zauber sind in Wirklichkeit Blitzableiter. Unsere Elektriker brauchten sehr lange, um zu erklären, was eine ordentliche Erdung ist. Und die Leute glauben noch immer, dass sie die Physik austricksen können. Aber diese Typen sagen einfach, Gott hätte es so gewollt. Und was wüssten sie schon? Gestern haben sie drei dieser Kugelblitze ohne Verluste vernichtet. Roman war allerdings sehr unglücklich.
Manche Leute sind auch nie zufriedenzustellen. Aber welchen Unterschied macht die Farbe der Katze, solange sie die Ratten fängt? 5. Oktober. Silantius hat recht. Wir müssen uns des Rests der Ausrüstung entledigen. Sie zieht Kugelblitze ab. Und ohne unseren Generator werden wir unsere Stromversorgung sowieso nie wiederherstellen. Welchen Sinn hat es also, das Zeug zu behalten? Wir kommen ohne es aus. 7. Oktober. Roman ist tot. Dieser Catfish. Dauert mir so lange. Ja, es war nicht wirklich nötig, alle zu versammeln. Wir hätten das auch schrittweise machen können. Und es stimmt, dass einige der tatsächlich brauchbaren Sachen ebenfalls Schluss geworden wurden. Aber so musste es ja kommen. Dafür einen Aufstand zu machen, was ist das? Wasser zu springen, ist es nicht wert. Er konnte definitiv spüren, wie die Macht entschritt. Aber deswegen die Hand gegen die Land. Granate! Ja, ich dachte, er erzählt noch ein bisschen was. So, das da, bla bla bla. Ja, hat mir jetzt zu lange gedauert, die Geschichte. In welche Richtung wollte ich? Weiter nach rechts, noch da eigentlich. Das ist kein Hügel mit Antennen, das ist eine Fabrik. Genau, von den Zügen sind wir gekommen. So, hier noch irgendwas. Hab die Waffen so ein bisschen abwechselnd gereinigt, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie lange unsere Chemie reicht. Und dass wir beide Waffen so ein bisschen mal sauber gemacht haben. So, wer weiß, ob wir da drin alles finden. Oder wie viele Leute. Oder wer weiß, was für Viecher. Da bin ich gespannt. Kommen wir hier so einfach rein? Hier natürlich nicht. Wir müssen also einen anderen Eingang finden. Wir kommen da bestimmt rein. Irgendwie. Da ist ein Leuchtepilz irgendwo. Hier wahrscheinlich auch. Oder es leuchtet einfach nur so. Vielleicht strahlt es ja auch. Vielleicht war es ja mal ein Kraftwerk. Ich höre doch schon wieder Strom. Irgendwo höre ich doch den Strom. Oder ist das Wasser, was plätschert? Das könnte auch sein. Aber wir kommen hier doch nicht rein, wa? Nun gut. Finden wir irgendwo ein Boot vielleicht? Dass wir darüber kommen? Müssen wir darüber? Ja. Hier. Da hinten können wir lang balancieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich, vermutlich, eventuell. Wir können es mal probieren, wenn wir da irgendwie hinkommen. Kann ich hier drauf laufen? Das sieht so ein bisschen eisig aus. Ich nehme mal die hier. Wir gucken mal. Warte mal. Ja, 25 Minuten. Danke. Nee, so. Okay, es geht nicht. Man hätte ja mal testen können. Wir haben gleich gefressen? Ja. Schnelles Laden. Das sah so aus, als ob ich da langlaufen kann. Irgendwo geht's bestimmt. Achso, wenn du draußen bist, solltest du immer den Himmel beobachten, um fliegende Dämonen rechtzeitig zu sehen. Wenn du nicht aufpasst, verschleppen sie dich in ihr Nest. Ja, können wir wenigstens mal ein bisschen schlafen. Vergiss nicht, die Sichtfenster deiner Maske sauber zu wischen, wenn sie schmutzig sind. Die Dämonen sind mächtige Mutanten und schwierig zu töten. Das Beste ist, in Deckung zu bleiben und die Konfrontation mit ihnen zu meiden, sofern möglich. Achso, ich kann die doch auch einfach umnieten, oder? Eine voll aufgeladene Taschenlampe scheint heller. Ja,
mit Messer, Granaten, platzierte Minen, bla bla bla. Gut, drücken wir E. Wenigstens kommen wir wieder hoch. Kommen wir hier vorbei, hier irgendwie zwischen. Bringt uns aber auch nicht weiter, wa? Ich glaube, wir müssen wirklich wieder mit dem Boot übersetzen. Oder wir müssen da irgendwie rauf. Ist hier irgendwo eine Leiter? Mal hier hoch. Ich hing fest. Nein! Ich hing ganz fest. Zum Glück, naja, so viel Fortschritt hatten wir jetzt nicht. Na, noch irgendwas? Schrotflint im Einsatz, besonders effektiv, okay. Aber nur wenn sie nah dran sind. Nächster Versuch. So, rechts vorbei. Ja, geht doch. Oh, hier war keine Leiter, oder? Kommen wir über die Dinger hoch? Der hat noch Zeug für uns. Dankeschön. Wie nett, dass du hier gestorben bist. Also ich glaube, wir haben hier unten rechts, wo der Kompass ist, die Insel so halbwegs erkundet, oder? Ich glaube, jetzt können wir nur noch da drüben hin, wo gerade noch Licht gebrannt hat, also in diese Richtung da. Wir müssen da drüben hin. Achso. Da. Das war kein Hügel mit Antennen, aber da ist noch Licht. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Nur wie kommen wir da hin? Im Boot. Ja, hier gibt's Holz. Wir bauen uns ein Floß. Oder auch nicht. Kann ich noch die Waffe vorher wechseln, wollte ich sagen. Noch mal ganz kurz. Welche ist es denn? Nee. Wir wollen nur auf die andere Seite, kann doch nicht so lange dauern. Und ganz schnell. Ganz schnell. Da sind ganz viele von den Viechern. Es wird ganz lustig. Es wird ganz zauberhaft. Das ist nix. Die sind erstmal abgehauen. Die kommen bestimmt gleich wieder. Was gibt's hier drin? Ich warte, ein Flüstern. Was war das? Kann ich nicht fahren. Durchs Fenster angerotzt. Achso, ich dachte, da lag Zeug. Ja, wir haben nichts. Haben wollen wir nicht. Die Kiste mitnehmen. Ja, lass ruhig an. Obwohl, dann sehen wir später, dass wir hier schon gewesen sind, wenn wir alles ausmachen. So. Da oben läuft doch jemand. Genau dort. Eine Waffe? Ja, auf dem Rücken. Deckung sieht anders aus, wa?
Setzt du dich bloß hin, oder? Ich weiß nicht, ob der jetzt hinüber ist oder nicht. Da kommen noch ein paar. Schießen die hin. Die werden selbst angegriffen, von so einem Vieh. Wer hat die gerade geschossen? Keine Ansicht. Wir gehen mal hin. Nehmen wir eine andere Waffe mit. Wir nehmen wieder alles, was wir kriegen können. Ich höre noch jemanden. Bisschen Ausdrucksweise hier. Was ist das? Aha, und wie? So. Du weißt ja, eine Kiste, das darf man nicht vergessen. Was auch immer das war. Jede Menge Zeugs liegt hier oben. Sehr gut. Das gefällt mir. Na, noch ein Radio. Wir verzichten auf die Geschichte, oder? Danke. Hier noch mehr. Du hast gewonnen, Mann! Danke. Weißt du, hockst da hinten irgendwo in der Ecke und jammerst schon wieder. Dann kann ich auch Licht anmachen. Ja, ich mach doch gar nichts. Ich gucke nur nach Zeug. Oh, der sieht aber nicht so gut aus. Die sind alle nicht so gut. Ah. Ne, der ist hinüber. Tut mir leid für deinen Kumpel. Ist hier noch mehr Freunde? Der ist auch hinüber. Dann gucken wir doch mal, wo unser Freund hier hinten ist. Ich hatte ja auch eine nette Geschichte für uns. Ja, danke. Schön, dass du es einsiehst. Wo bist du? Warum passiert die Scheiße eigentlich immer mir? Verdammt. Da ist. So, mein Freund. Hier bewusstlos, wa? Kann ich jetzt. Genau. So. Und so. Können wir immer machen, wa? Wenn sich welche ergeben, dann machen wir die nur bewusstlos. Können wir die immer noch ausrauben. Versuchen wir mal weniger zu töten. Wenn sie sich schon ergeben, dann haben sie es ja eingesehen. Was ist das? War ich da schon? Stimmt, wa? Nein, war ich nicht. Ein Hügel mit... Und das an... Nee, das ist... Ruine, oder? Oder soll das Antennen sein? Hier ist nichts. Ich würde gerne woanders hingehen. Geh mal in die Richtung.
hier so lang? Komm ich hier rüber? Bitte, 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 bitte. Was? Warum? Wo kommen die her? Lauf! Artyom! Geh nicht zu nah an die Brücke, sonst schießen sie auf dich! Die haben da eine ordentliche Verteidigung aufgebaut! Ich glaube, da ist gerade Party, oder? Springt da oben nicht inne? Wo ist deine Verteidigung? Labyrinth so. Oder hast du bloß ein Feuer? Wir speichern mal. Wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist die Folge auch zu Ende. Da muss ich leider die Runde schon beenden. Verdammt. Ja gut, bleiben wir hier und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, ob wir da so hinkommen. Gespeichert habe ich. Ich mach's trotzdem nochmal. Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.